Es ist Alkohol, es hat hohe Säuren. Also meine letzte Moselreise, weiß nicht, die hat mich fast umgebracht, ja. Und dann irgendwann kam ich eine E-Mail von Robert Parker und sagte, hi, ich bin Bob, und stellte sich vor. Genau, das war mir lustigerweise zu einem Zeitpunkt, wo ich vom Wein eigentlich schon wieder zurücktreten wollte. Ich wollte jetzt kein Fachidiot werden, ne? Und was bin ich geworden? Die Beschreibung ist viel wichtiger. Viel wichtiger. Wenn ich dürfte, würde ich die Punkte weglassen. Mir ist es darum getan, sozusagen möglichst objektiv darüber zu berichten, wie ein Wein oder ein Jahrgang geworden ist. Also schon ein informativer Charakter und nichts, was jetzt irgendwie versucht, Macht auszuspielen. Ich würde viel lieber gereifte Weine verkosten. Ich würde viel, viel lieber, und das sage ich den Winzern immer, verkauft die Weine doch viel später. Ihr könnt auch eure Orts- und Gutsweine jung verkaufen, aber eure großen Gewächse oder eure besonderen Weine oder so, ja, aber wer soll das zahlen? Die müssen ja Cashflow haben.